Hallo und schön, dass ihr eingeschaltet habt zur November-Ausgabe von Polaris. Ich bin Antonia. Dieses Mal bei uns in der Sendung der Parking Day in Nürnberg. Außerdem stellen wir euch die Band Ruby Red in unserer Musikbox vor. Und last but not least, wir nehmen euch mit ins Kommunikationsmuseum in die Ausstellung Die Nacht, alles außer Schlaf. Und auch bis ganz zum Schluss dranbleiben lohnt sich, denn wir haben noch den Einreichungstrainer für das Mittelfränkische Jugendfilmfestival für euch, das Jufife. Stellt euch doch mal vor, alle Parkplätze in eurer Umgebung wären nicht länger mit Autos besetzt, sondern Pflanzen, Bäume und Blumen würden dort stehen. Diese Vorstellung wurde für einen halben Tag am Parking Day wahr. Die Stadt Nürnberg war zum ersten Mal mit einer eigenen Aktion dabei. Also den Parking Day gibt es seit 2005. Der wurde in San Francisco erfunden von einer Initiative. Ein paar Künstler haben sich zusammengetan und standen vor der gleichen Frage, warum ist immer nur das Auto auf den Parkplätzen, obwohl es öffentlicher Raum ist. Und dann haben die einen Rollrasen ausgelegt und gesagt, nee, das ist auch für ein paar Minuten ein Raum für uns alle, der einfach grün ist, ein Park. Und deswegen ist es Parking Day. Also es darf jeder mitmachen. Im Prinzip kann jeder vor seiner eigenen Haustür runtergehen, sich einen Liegestuhl schnappen und den Parkplatz so genießen, wie er ihn gerne haben möchte, anstatt dass da nur Blech die ganze Zeit umsteht. Weil statistisch ist es ja so, dass ein Auto, ich glaube, über 23 Stunden nur rumsteht. Es ist so, dass die Parkplätze ja eigentlich öffentlicher Raum ist. Und für alle verfügbar. Und trotzdem stehen meistens nur Autos rum, also nur Blech steht drauf. Deswegen haben wir uns dann gedacht, naja, man könnte diesen Platz, diesen öffentlichen Raum auch andersweitig nutzen und den zu Parks verwandeln. Einfach den Parkplatz als ganz neuen Ort darstellen. Einfach als Ort, wo man sich ausruhen kann, hier auf den Klappen. Also man kann es eigentlich hochklappen, dann ist es als schiebbar. Und man kann gemütlich essen und einen Tee trinken oder einfach nur da sitzen oder ein Buch lesen, auf was man gerade Lust hat. Und ja, wir hatten verschiedene Ideen, also einmal die Idee, Orte zu bespielen, die eigentlich sonst nicht so viel los ist. Zum Beispiel jetzt ein Parkplatz ist ein ganz gutes Beispiel, also da steht meistens nur so eine Blechkiste drauf rum. Und dass wir, die andere Idee war eben auch, dass wir Essen anbieten und Ressourcen nutzen, die halt da sind und was gegen die Ressourcenverschwendung zu tun. Ich habe bei der Aktion mitgemacht. Ich war eine Fußgängerin, die erst in einen Elektrobus steigt. Dann wurden wir hierher gefahren. Dann konnte man von oben eben sehen, jetzt dann auch die Bilder, wie viel Platz brauchen 50 Fußgängerinnen und Fußgänger. Dann kamen 50 Radfahrerinnen und Radfahrer. Und dann kamen 38 Autos. Und wenn man jetzt dann die Bilder dann so sieht, wir haben sie jetzt gerade gesehen, das ist der Wahnsinn. Die Autos waren bis ganz nach hinten gestanden und wir waren eine kleine Gruppe mit 50 Menschen. Also allein diese Platzverschwendung bei den Autos, das hat mir jetzt das noch mal bewusst gemacht, wenn man diese Bilder sieht. Also was ich ja richtig toll finde, ist, dass die anliegenden Gewerbetreibenden sich so gut beteiligen, weil da gibt es ja häufig so einen Konfliktpunkt, dass die einerseits natürlich die Autofahrer als Kunden möchten, andererseits aber gerade jetzt die hier in dem Bereich, die Gewerbetreibenden gesagt haben, ist eine tolle Sache und haben sich jetzt mit verschiedenen Ständen beteiligt. Das finde ich eine ganz tolle Geschichte. Und jetzt vom grünen Parking Day in die pop-rockige Musikbox. Mine hat 4 der 5 Bandmitglieder von Ruby Red im Studio. Wie sie genau klingen, eine Mischung aus Pop und Rock mit Punk-Einflüssen, das hört ihr jetzt in ihrem neuesten Song Wild. Ruby Red seid ihr. Könnt ihr mir einmal irgendwie erklären, was euer Bandname genau bedeutet und wo der herkommt? Also Ruby Red ist eine Farbe von dem Lippenstift, den ich bei unserem allerersten Bandshooting drauf hatte.
Und dann haben wir natürlich auch einen Bandnamen gesucht und deswegen ist es zu Ruby Red geworden. Wie seid ihr zusammengekommen? Wie ist eure Band entstanden? Wir haben einen gemeinsamen Freund und der hat uns, oder er hat ein Konzert veranstaltet, der spielt Geige und hat uns beide unabhängig voneinander dazugeholt, weil er ein bisschen größeres Konzert wollte, ihn auf dem Cajon und mich halt als Sängerin. Und dadurch haben wir uns kennengelernt. Und er war ganz überzeugt, mit mir eine Band zu machen. Damals, muss ich zugeben, war ich nicht so überzeugt davon. Wir haben zu dem Zeitpunkt noch kaum ein Wort gewechselt, tatsächlich. Ja. Das war lustig. Aber dann haben wir uns irgendwann dann echt ganz gut verstanden und festgestellt, dass wir auch ziemlich ähnlich Musik mögen. Und ja, dann hat sich das ein bisschen weiterentwickelt, dass Leute dazu kamen und ja, so ungefähr. Okay, und in dieser Zeit seit 2016 habt ihr ja bestimmt schon einige Konzerte gespielt. Was könnt ihr sagen, war bis jetzt eure größte Errungenschaft oder was war das Größte für euch, was ihr bis jetzt machen konntet? Also mir persönlich hat ganz gut gefallen, dass wir auf dem Wiebertal-Festival spielen durften, weil das war einfach unser erstes relativ großes Festival auch. Wir haben da mit Eskalation auch gespielt, mit Zweiraum-Silke, mit Itchy. Und ansonsten, wir waren in den Niederlanden auf Tour. Das fand ich eigentlich auch ganz toll. Wie würdet ihr selber euren Musikstil beschreiben? Ich würde behaupten, wir machen eine Mischung aus Rock, Pop und haben ein paar Punk-Einflüsse dabei. Der Stil, der ergibt sich dann letztendlich durch die Leute, die dann zusammenspielen, also durch den einzelnen Charakter und letztendlich findet sich dann der Stil eigentlich immer von selber. Habt ihr Pläne für die Zukunft? Wieder ein bisschen Musik aufnehmen. Wir haben erst ein Musikvideo draußen, da wollen wir uns definitiv drum kümmern, dass da ein bisschen mehr kommt, dass wir auch im Internet mehr so eine Präsenz haben. Ja, und dafür brauchen wir einfach auch mehr Aufnahmen, die wirklich professionell sind, also Studio und Video und Festivals. Im Kommunikationsmuseum Nürnberg läuft gerade die Ausstellung Die Nacht, alles außer Schlaf. Während ihr euch überlegt, was ihr nachts alles tut, außer zu schlafen, wie zum Beispiel an Bars rumhängen und noch ein Bierchen trinken, zeigen wir euch, worum es in der Ausstellung geht. Julian und Mine haben sich mal umgeschaut. Das Thema der Nacht ist natürlich was, was uns immer umgibt. Also es gibt kein Leben ohne die Nacht. Deswegen ist es natürlich auch ein Thema, was man sich als Museum für Kommunikation durchaus mal näher anschauen kann. Denn da stecken wahnsinnig viele Kommunikationsthemen drin. War der Kern der Ausstellung die 24-Stunden-Gesellschaft, die eben Post und Logistik, Kommunikation genau tangiert und genau unsere Themen aufnimmt und die Nacht zum auch Arbeitsraum gemacht hat. Und was kommt eigentlich nach dieser 24-Stunden-Gesellschaft? Also wie kann man sich nachts vergnügen? Was ist das Nachtleben und wo führt das Ganze hin? Wir haben uns dafür entschieden, die Themen Prostitution und Obdachlosigkeit mit auszustellen auf unserer nächtlichen Straße, auf dem Bordstein. Also wir haben sehr viel gelernt, wie wirklich die Realität hinter Prostitution und Obdachlosigkeit aussieht. Und man geht durchaus mit einem anderen Blick jetzt durch die nächtliche Straße, durch die nächtliche Stadt und hat dafür ein ganz anderes Bewusstsein, was man vorher vielleicht so nicht hatte. Also Partys fangen immer später an. Es ist allerdings auch immer ein soziales Privileg, feiern zu gehen. Also da steckt auch extrem viel über die Gesellschaft drin. Denn nicht, ja, wer saufen kann, kann auch arbeiten, stimmt eben nicht immer. In der frühen Neuzeit war es eben ein Vergnügen, was nur der oberen Schicht zugestanden hat. Wenn ihr jetzt Lust bekommen habt auf die Ausstellung, kein Problem. Die läuft noch bis Mitte März 2019. Allerdings zu den normalen Öffnungszeiten. Für alle Nachtschwärmer unter euch, es gibt auch ein bisschen Rahmenprogramm, Sonderprogramm am Abend, wie zum Beispiel Nachtspaziergänge. Schaut doch einfach mal vorbei auf der Homepage. Und jetzt noch ein wichtiger Tag für alle Videoschnipsler und Hobbyfilmemacher.
Den 1. Dezember solltet ihr euch fett im Kalender markieren. Das ist nämlich der Einsendeschluss für das mittelfränkische Jugendfilmfestival, das JuFiFi. Den Trailer dazu haben Julian und Michael gemacht. Leute, das Jugendfilmfestival steht vor der Tür und wir brauchen dringend Ideen. Was interessiert junge Menschen? Genau, Fortnite. Was noch? Memes. Memes sind der Oberhammer, nur müssen wir hier halt dann die Rechtsabteilung fragen. Und was noch? Dabs. Genau. Haben wir das? Dann kriegen wir den Victory Royale. Yo, wenn ihr Bock auf richtig geile Videos habt, dann checkt doch mal das Jugendfilmfestival out. Und während Musical.ly down ist, sind wir up. Außerdem, wenn ihr richtig fresche und smarte Ideen habt, dann schickt euer Video an unsere Redaktion. Wenn wir es lit finden, dann gewinnt ihr vielleicht das Victory Royale. Ich fand's super. Das war's schon wieder mit der Novemberausgabe von Polaris. Ich wünsche euch noch viel Spaß bei den Produktionen bis zum 1. Dezember für das Mittelfränkische Jugendfilmfestival. Bis dahin sage ich Tschüss und wir sehen uns im Dezember wieder.